Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Unsere heutige Folge steht unter dem Motto Plötzlich Profi. Und dazu begrüße ich zum einen meinen Roadbike-Kollegen Moritz. Hallo. Hallo zusammen, aber ich sag direkt, ich bin nicht gemeint. Ich wollte gerade sagen, also keiner von uns beiden wird jetzt in die World Tour aufsteigen, sondern unser Gast, den wir heute eingeladen haben, Luis Kitzki. Hallo Luis. Ja, moin erstmal. Ja, Luis, du bist wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern noch gar nicht so im Begriff. Die einen oder anderen werden dich aber wahrscheinlich schon kennen. Du hast in diesem Winter die Swift Academy gewonnen und wirst jetzt Radprofi beim Development-Team von Alpecin de Koenig, also quasi das kleine Team von Mathieu van der Poel, kann man sagen. Ja, genau. Was ich sehr besonders fand, du hast dieses Finale gewonnen an deinem 20. Geburtstag. Hat dir eigentlich jemand schon mal überhaupt so ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht wie den ersten Profivertrag? Also es war auf jeden Fall ein sehr besonderes Geburtstagsgeschenk. Das habe ich vorher bis jetzt so in der Form noch nicht bekommen. Also es war schon sehr cool. Ja. Du, als kleiner Hintergrund für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du bist 20 Jahre alt, du kommst aus der Nähe von Hamburg, hast letzten Sommer dein Abitur gemacht und erzähl uns mal, dass wir das ein bisschen besser nochmal einordnen können, auch bevor wir näher über diese Swift Academy, was das eigentlich genau ist und wie dieser ganze Hintergrund ist. Seit wann betreibst du Radsport? Wie bist du dazu gekommen? Und auf welchem Niveau hast du das vorher gemacht? Also, um das einfach so ein bisschen einordnen zu können. Okay, ich versuche es mal zu erklären. Also ich habe angefangen eigentlich, würde ich sagen, mit 13, 14 irgendwie so ein bisschen mehr Sport zu machen, als das so wahrscheinlich so der Autonormalverbraucher, sag ich mal so, macht. Mhm. Erst habe ich dann immer so ein bisschen gedacht, ja, irgendwie ein bisschen Krafttraining ist schon nicht schlecht, so Muskeln aufbauen und so. Und das habe ich dann so, würde ich sagen, mein 13. Lebensjahr so gemacht. Und dann habe ich zur Konfirmation zu meinem 14. Geburtstag dann auch zusammen im Prinzip ein Mountainbike bekommen. So ein, ja, das war so mein erstes richtig sportliches Rad, sage ich auch mal so. Und wenn du dann vorher, sage ich mal, mehr so Fahrradfahren als Fortbewegungsmittel gesehen hast und dann so ein richtig cooles Rad auf einmal hattest, dann hat das natürlich eine ganz andere Motivation geweckt. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwie muss das ja mal richtig ausprobieren, ne? Und zwei Wochen später war dann so ein Triathlon bei uns im Nachbardorf in Garstedt. Und genau, da habe ich mir dann gedacht, ja, prima, zwei Wochen Zeit zum Trainieren, jetzt mal so richtig rein, ne? Zwei Wochen durchtrainiert, habe mich an die Startlinie gestellt und habe festgestellt, dass der Triathlon irgendwie erst ab 16 oder ab 18, das weiß ich mir gar nicht mehr genau, war. Ja, dann war das mit dem Triathlon auch dann erstmal vorbei. Ich habe dann im Prinzip ein Jahr weiter trainiert und habe mich dann so ein bisschen da reingemogelt und habe gesagt, ja, ich bin halt irgendwie schon, ich weiß gar nicht, ab wann das dann damals war. Ich war jedenfalls mit 14 dann der erste 16-Jährige da so in der Richtung. Okay. Und genau, dann bin ich da auch mitgefahren mit dem Alu-Mountainbike und habe mir so vorher gedacht, ja, wenn du so in die Top 10 kommen würdest, dann wäre das schon eigentlich ganz cool, ne? Hast du ja vorher dann in der Station auch gesehen, so Leute mit so Zeitfahrmaschinen aus Carbon und so, wo du dir immer gedacht hast, boah, sowas hätte ich auch gern mal. Und ja, hat dann funktioniert, auch mit dem Mountainbike. Wie viel so. Da bist du geworden? Neunter, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war Neunter, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und war das dann so ein Erweckungserlebnis, dass du gesagt hast, boah, geil, jetzt Leistungssport und Fahrradfahren, das mache ich jetzt Vollgas? Ja, irgendwie schon. Also ich habe es dann nicht so gesehen als, boah, ich mache jetzt Leistungssport, sondern ich habe halt gedacht, ja, das macht mir irgendwie Spaß, mich in der Natur zu bewegen und ständig draußen zu sein. War zwar vorher auch schon der Fall, aber sicherlich noch nicht ganz so extrem. Und ja, ich hatte einfach Spaß am Training, Spaß am Besserwerden und habe das dann quasi mich da immer weiter reingesteigert. Wann gab es dann das erste Rennrad? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube 2019. Ich glaube 16. Ich weiß noch, dass ich es in der Geschichtsstunde im Unterricht gekauft habe. Weil ich hab's. Kennt ihr das Canyon Outlet? Kennt ihr, ne? Genau. Mhm. Und ja.
die normalen Rennräder sind immer so richtig teuer. So, dann habe ich mir immer gedacht, boah, wenn das eine Rennrad da, dieses Canyon A-Road in der einen Größe da reinkommt, dann greifst du sofort zu. Also habe ich damals dann ständig immer mit dem Handy unterm Tisch gesessen, den ganzen Tag, und irgendwann war es dann soweit, war da so ein, was kann ich, so ein TFSL E-Road aus Carbon auch, war 400 Euro günstiger, weil da so ein paar kleine Kratzer drin waren. Habe ich mir gedacht, gehen wir rein, und dann direkt auf Bestellen geklickt, und dann, ja, war ich mal sehr lange auf Toilette. Genau. Okay. Ja, krass. Also das ist ja ganz lustig, dass es jetzt Alpecin dann auch geworden ist. Da musst du dich von den Fahrrädern auf jeden Fall schon mal nicht umgewöhnen. Nee, tatsächlich nicht. Und du bist ja bislang beim Team Embrace the World gefahren, die ja meines Wissens auch Canyon fahren, oder? Genau. Also, du kennst ja auch quasi nichts anderes außer Canyon. Ich kenne nichts anderes als Canyon. Und ja, das Mountainbike war als Stevens, ne, aber. Okay, ja. Wo war dann dein Schwerpunkt? Bist du eher Mountainbike gefahren und hast du da den Weg dann ins, auch ins Renngeschäft, und ja, da muss man ja auch irgendwann in den Verein eintreten, gewählt? Oder war das dann mit dem Canyon quasi, ging es dann direkt auf die Straße? Also der Großteil des Trainings fand dann schon auf der Straße statt. Das Mountainbike habe ich dann meistens im Winter einfach genutzt, so, wenn ich keine Lust hatte, mit dem guten Rad durch den Dreck zu fahren, und dann habe ich es als Mountainbike im Winter benutzt, und das, der Großteil des Trainings war dann im Sommer auch auf dem Rennrad, ja. Was waren so deine Highlights, die Highlights der Karriere, bevor es zur Swift Academy ging? Also was waren so deine Erfolge, und in welchen Sphären bist du unterwegs gewesen, sage ich mal, im Lizenzsport? Also ich bin dann ja im Prinzip Ende des ersten Juniorenjahres mein erstes Bundesliga-Rennen gefahren. Davor, das waren dann mehr halt so, ja, so Rennen so einmal um Kirchturm hier in Norddeutschland, so ein bisschen in die Richtung. Und dann bin ich im zweiten Juniorenjahr auch öfter mal in den Top Ten in der Bundesliga gewesen, gerade halt so bei bergigen Rennen auch. 7. Platz deutschen Meisterschaften in Elksleben in der Junioren. Da war ich ganz stolz drauf eigentlich, dass das funktioniert hat. Und ja, in Dänemark, Schweden bin ich ab und zu ein paar Rundfahrten gefahren. Da in Schweden bin ich mal Dritter im Gesamtklassement geworden. Ja. Bist du eher so Berg- und Zeitfahrer, oder wie kann man dich einordnen so als Fahrertyp? Ja, ich würde schon sagen Zeitfahrer, aber ich bin jetzt natürlich auch nicht der Schwerste, und ja, da geht's am Berg eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen, ja. Es klingt jetzt aber nicht so, als hättest du hier Sieg an Sieg gereiht, und es gibt ja so manche, die einfach die Überflieger sind in ihren Jahrgängen und dann mit 10, 15 Siegen aus der Saison rausgehen. Das scheint bei dir jetzt nicht der Fall gewesen zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Also in der Juniorenklasse, ich war zwar vorne mit dabei, sage ich mal so, aber ich hatte schon manchmal Probleme, wenn du halt aus dem Nichts kommst in den Radsport, und dann mit Positionierung, wie fahre ich im Feld, so, wenn du von 0 auf 100 da reinkommst, ist das, sag ich mal, dann schon ein bisschen schwieriger. Das hat sich dann auch irgendwie, sag ich mal, gegeben, und es hat dann auch funktioniert, aber gerade am Anfang war es halt schon schwierig, weil ich halt A, keinen hatte, der es mir irgendwie gezeigt hat, und ja, ich musste mich da so ein bisschen selber erstmal reinfrickeln, genau. Da kannst du natürlich auch sehr viel, ich sage immer, die Wattwerte, die ich anderen in der Junioren voraus war, habe ich dann halt durch dummes Fahren einfach wieder, naja, über Bord geworfen, sage ich mal so. Kenne ich irgendwo her. Ja. Ja. Gab es dann irgendwie damals schon irgendwie Ambitionen oder vielleicht auch Kontakte oder Gespräche Richtung Radprofi, dass du diesen Weg einschlagen könntest? Oder kam das jetzt wirklich alles erst durch die Swift Academy zustande? Nee, das kam wirklich erst durch die Swift Academy. Also ich habe mir nach dem Abi dann gesagt, ja, kannst es ja mal ein Jahr versuchen. Also ich hätte es danach dann auch tatsächlich aufgegeben, da bin ich mir relativ sicher, weil meine Eltern das auch so nicht die ganze U23 durchgemacht hätten. Es gibt ja Leute, die das dann im Prinzip ewig lang versuchen und dann eventuell es dann doch nicht funktioniert. So wäre das bei mir im Prinzip nicht gelaufen, sondern ich habe halt das eine Jahr dann genommen und habe mir dann gedacht, gut, versuchst du es jetzt halt mal. Und naja, so richtig gut lief es jetzt nicht. Hat mir erstmal wegen dem Abi, war natürlich so ein bisschen schwierig mit Saisonvorbereitung und auch relativ spät dann in die Saison gestartet. Dann mein erstes größeres Rennen in Polen, die Tour auf Malopolska, die ging auch so ein bisschen schief, sag ich mal so.
Ich habe mir dann am Ende noch die Hand gebrochen, weil ich gestürzt bin, weil vor mir haben sich so ein paar Leute auf die Fresse gelegt. Und ja, dann war natürlich erstmal schön Pause angesagt, den ganzen Sommer über. Und dann wollten wir mit dem Team noch nach Marokko die Tour de Maroc fahren, waren dann 3 Eintagesrennen vorher gefahren und das andere Team sollte dann noch kommen. Dann gab es das Erdbeben, dann ist die auch rausgefallen. Und dann sind wir alle wieder heimgefahren. Stimmt. Ja, von daher war jetzt dieses Jahr nicht so viel mit Rennen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, jetzt versuch's nochmal die Swift Academy und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du dir zumindest nicht vorwerfen, dass du es nicht versucht hättest, ne? Dann lass uns da mal direkt ein bisschen mehr reingehen. Für alle, die das nicht wissen, mich eingeschlossen im Detail, was ist die Swift Academy? Ja, im Prinzip ist es ein großes Scouting-Programm. Also es ist natürlich auch so ein gewisses Werbeunternehmen von Swift und Alpecin, um so ein bisschen Werbung zu machen. Aber im Prinzip wird über Swift, also über den, kennt ihr ja, den Online-Fahrrad, virtuell Cycling-Fahrrad-Plattform, wird im Prinzip jemand gesucht, der halt die Watt-Kriterien, also eine entsprechend hohe Wattzahl hat. So wird das dann auch über einen Algorithmus am Ende des Tages dann durchgefiltert. Und dann kommst du halt auf so eine Liste und dann musst du halt dich auch mit denen in so Videocalls im Prinzip treffen. Und dann selektieren die das halt immer so ein bisschen durch und am Ende wählen die halt 3 Finalisten aus, die dann im Prinzip nochmal auf alles geprüft werden. Also nicht nur auf Wattwerte, sondern auf, ich weiß nicht, sag ich mal, so. Ja. Menschliche Fähigkeiten, Fahrtechnik, ja, Teamwork, genau, sowas in der Richtung. Was ich krass finde, also ich habe tatsächlich auch bei dieser Swift Academy letzten Herbst, ich glaube, ich habe die ersten 2 Workouts gemacht, dann bin ich irgendwie krank geworden, konnte den Rest nicht, man muss es ja in einer bestimmten Zeit alles machen. Ja, ja. Deswegen ist es bei mir eben mit dem plötzlich Profi nichts geworden, kann ich jetzt ja hier aufklären. Das war so knapp. ja. Aber für mich ist es so, also um jetzt ehrlich zu bleiben, in meinem Leistungsniveau nimmt man da teil und natürlich steht überall, ja, dein Weg zum Radprofi und bist du der eine unter den vielen. Ich habe jetzt gelesen, es waren 108.000 Teilnehmer und ich glaube 99,9% der Leute gehen da rein mit dem Wissen, ja komm, Radprofi werde ich eh nicht, aber ich mache ein paar schöne Workouts. Du bist da ja aber wirklich dann schön mit der Vorgabe. Ja, schön, ja. Die sind schon sehr schmerzhaft. Ja, aber du bist ja wirklich reingegangen mit der Vorgabe so, ey, ich will das Ding gewinnen. Also das kam jetzt nicht irgendwie, oh, ich wurde ausgewählt, sondern das war schon dein klares Ziel, da in dieses Finale zu kommen, oder? Habe ich jetzt rausgehört. Ja, im Prinzip schon. Also so zum Spaß habe ich es jetzt nicht gemacht. Und ja, ich wollte es mir doch so ein bisschen selber beweisen, dass ich es halt irgendwie da dann doch irgendwie so ein bisschen mitfahren kann. Genau. Bist du früher schon viel auf der Rolle gefahren? Im Winter tatsächlich relativ viel. Also wenn du dann natürlich gewissermaßen gezwungen warst, dir dein Rad selber zu kaufen, in dem Alter, mit 16 musst du das Geld halt auch erstmal aufbringen und dann denkst du dir im Winter natürlich so, muss das jetzt sein, mit Carbon draußen im Schlamm zu fahren und im Regen und im Salz so. Und dann bin ich halt im Winter wirklich eigentlich immer Rolle gefahren, dem Rad zuliebe so gewissermaßen. Wobei das Rad so voll zu schwitzen, wenn es aus Carbon besteht und edlen Teilen, ist jetzt auch nicht. Ja, muss man auch noch Handtücher drauflegen, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dich dann auch auf diese Swift Academy gezielt vorbereitet? Hast du gesagt, ich mache da noch irgendwie einen Trainingsplan und ein Programm in den Wochen davor und dann mache ich noch 2 Wochen Tapering und Erholung, dass ich da wirklich on top quasi reingehe? Oder war das dann eher, okay, ich bin fit und jetzt gucken wir mal, wie weit es geht? Ja, also ich bin ja im Prinzip aus Marokko heimgekommen und habe mir dann so gedacht, gut, das war jetzt auch nichts. Jetzt hast du da in 12 Wochen oder ich weiß gar nicht genau, wie viel das dann am Ende bis zum Start der Swift Academy waren, nochmal ein bisschen Zeit, was zu machen. Und das Problem war, wir sind in Marokko alle relativ dick geworden, weil wir natürlich nur 3 Rennen gefahren sind und relativ viel gegessen haben. Das ist natürlich so ein bisschen suboptimal gewesen. Also ich habe ein bisschen am Gewicht rumgeschraubt, damit das, sag ich mal, nicht ganz so kaputt geht, weil da natürlich auch auf Watt pro Kilo Werte geachtet wird. Ja, ansonsten trainingstechnisch habe ich so das gemacht, was ich immer gemacht habe. Also ich habe keinen Trainer, ich habe mich bis jetzt immer so selber trainiert. Bisschen im Internet so Wissen aus Podcasts oder bei YouTube oder sonst wo rausgezogen, wie man so ein bisschen Training macht. Krass. Genau, von daher, ja, Grundlagentraining,
ein paar Intervalle und die Woche dann vor der Swift, nee, vor dem Finale habe ich eine Woche so ein bisschen Tapering gemacht. Aber sonst habe ich das im Prinzip so aus dem vollen Training raus. So. Ja. Kannst du mal ein, zwei typische Challenges in dieser Swift Academy sagen? Also jetzt nicht im Finale, sondern vorher. Was ist das? Also ist das dann irgendwie, ist das ein größeres Swift-Rennen, wo mehrere sind? Oder sind das individuelle Workouts, die auch individuell gefahren und ausgewertet werden? Oder ist es alles ein bisschen? Also am Ende des Tages hast du 6 Workouts und 2 Rennen. Also die Swift-Rennen sind halt so, ja, Swiftern halt, ne? Und die Workouts zielen im Prinzip alle darauf ab, dass du dich halt erstmal warm machst. Dann hast du im Prinzip ein Intervallprogramm, was dich so richtig fertig machen soll. So im Prinzip, wie wenn du dich halt so richtig kaputt machst und danach sagen sie dann, so, jetzt darfst du nochmal All-Out fahren. Über 30 Sekunden, 3 Minuten, 5, 8 und 30 war das jeweils in den Workouts immer. Ja, im Prinzip nach Vorbelastung, um nochmal zu gucken, was du dann auch kannst. Genau, so war das aufgebaut. Und ist das, also wirklich, also verzeiht, wenn ich diese Fragen stelle, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Ich kenne Swift und mit den Intervallen so, dass du deine individuelle FTP eingibst und dann wird es dementsprechend angepasst, das Workout. War das so oder war das so ein Open Workout, dass quasi geguckt wird, wer liefert dann die besten Werte und nicht? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage tatsächlich. Also du stellst ja deine FTP ein und im Prinzip das gesamte Workout wird so angepasst an deine Schwelle und der All-Out-Test ist im Prinzip ein freies Intervall. Okay, ja, klar. So, im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, so vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, deine Schwelle ein bisschen niedriger anzugeben, um dann das All-Out-Intervall besser zu fahren. Ja. Das habe ich dann auch von manchen Leuten, sag mal, im Nachhinein auch gehört, dass sie das gemacht haben, aber haben gedacht, scheiße, hättest du auch mal machen können, ne? Aber egal, klar. Hat dann ja auch so funktioniert, ne? Dann kommt man natürlich frischer zu diesem finalen Ort-Ding. Ja. Was hast du für eine FTP da eingestellt gehabt? Oder was war damals deine FTP? Ich glaube, ich hatte 410 oder 415 eingeregelt. Oha. Irgendwie sowas. Und du wiegst laut Pro Cycling Stats 68 Kilo, habe ich gelesen. Genau. Also nachdem ich Marokko dann abgefrühstückt hatte, habe ich das dann so darunter korrigiert, genau. Dann, ja, ja. Wow. Ja, haarscharf unsere Werte. Also wir sind nur ein ganz kleines bisschen dahinter. Ja. Und wann hast du dann erfahren, dass du tatsächlich einer von diesen dreien bist, die da ins Finale gehen? Also am, ich glaube, 22. Dezember hat einer angerufen von Swift und hat halt gesagt, ja. Genau, du kannst kommen, so nach dem Motto. Davor waren es halt immer so Videokonferenzen und ja, so Interviewverfahren, wo du dann halt immer mal so ein bisschen durchgereicht wurdest. Ich glaube, die Alpecin-Leute haben sich das dann auch mal angeguckt, so nebenbei oder im Nachschnitt. Und ja, die finale Entscheidung haben sie dann halt am 22. veröffentlicht. Also zum späteren Geburtstagsgeschenk gab es schon ein frühes Weihnachtsgeschenk. Das im Prinzip schon, ja. Wie muss man sich dieses Finale dann vorstellen? Wann war das und woraus bestand das? Also das Finale war dann ich bin am 16. Januar hingeflogen. Genau. Und 4 Tage, an denen man dann im Prinzip getestet wurde. Ja. Also in der Doku ist eigentlich ganz gut zu entnehmen. Wir hatten da am ersten Tag sind wir einfach mit dem Team rumgefahren, mussten so ein paar Sprinttests am Anfang und am Ende machen, wo dann im Prinzip der Leistungsabfall so mal angeguckt wurde, wie nach der Belastung, wie man dann halt noch fahren konnte. Dann am zweiten Tag haben wir so Laktattests gemacht, so ein Inside-Leistungsdiagnostik am Berg. Dritter Tag waren, ich glaube Swift-Rennen. Und diese Abfahrtsgeschichte. Und am 4. Tag sind wir morgens Intervalle mit dem Team gefahren und dann halt noch das Training mit denen zu Ende. Und dann durften wir nochmal 4 Minuten All-Out fahren. Das war auch ganz schön. Schöne Wende von 4 Tagen nochmal. Ja. Und das Schlimme war, morgens haben sie uns noch gesagt, ja, nach der ganzen Geschichte gibt's dann abends noch ein Swift-Rennen. Das ist dann, war glaube ich nur so ein psychologischer Boxschlag am Ende des Tages, weil das hat dann doch nicht stattgefunden. Aber das wäre echt böse geworden, dann abends nochmal Swift-Rennen zu fahren.
Du sprichst diese Doku an, also das kann man sich tatsächlich auf YouTube anschauen. Auf dem Eurosport-Kanal gibt es eben diese vierteilige Doku, weil ihr wart ja drei Männer im Finale. Mhm. Es gab natürlich aber auch eine Swift Academy für Frauen. Auch drei Frauen, die parallel zu euch dort vor Ort waren. Ohne deutsche Beteiligung, muss man an dieser Stelle sagen. Aber quasi, es wurden nicht nur Männer gescoutet, sondern es gab eine eigene Frauenkategorie. Ihr wart in Spanien, in Denia in der Nähe, stimmt's? Ja, genau. Mhm. Ja. Und ich habe in der Doku gesehen, du hast diese Sprints am ersten Tag angesprochen. Ihr seid die teilweise gegen Mathieu van der Poel gefahren. Wie ist das, gegen Mathieu van der Poel zu sprinten? Also ich bin zum Glück nicht gegen ihn gefahren. Das wäre auch nicht so gut ausgegangen, glaube ich. Für ihn oder für dich? Nee, für mich wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Also die Blamage wollte ich mir nicht geben. Aber es war dann halt, ja, so wie du halt in der Gruppe gefahren bist, so gegen den bist du dann halt auch gesprintet. Ich bin dann, glaube ich, gegen Jensen Plowright, so ein australischer Sprinter, habe ich auch auf die Fresse bekommen, aber das habe ich mir halt schon so erwartet. Ich meine, in dem Moment, wo du gegen World Tour Sprinter sprintest als Nicht-Sprinter, ist das natürlich immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Klar. Ja. Ihr wart zu dritt, haben wir jetzt schon gehört. Wie war das Verhältnis zu den anderen beiden Finalisten? Hat man da wirklich die ganze Zeit so auch im Kopf irgendwie die Klingen gekreuzt oder war das eigentlich ein ganz kollegiales Verhältnis? Also wir haben ja auf einem Zimmer gewohnt und ich hatte da jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass wir uns da gegenseitig ständig an die Gurgel gehen wollten. Ich habe die jetzt auf dem Zimmer auch nicht so wirklich als Konkurrenten betrachtet, sondern mehr so als Mitbewohner. Also ich habe mich da nicht verrückt gemacht bis wegen dem Wettkampf. Ich habe mir halt immer gedacht, ja, gibst du halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen dein Bestes, ne? Und ja, am Ende des Tages kannst du das Ergebnis ja eh nicht verändern, ob du dich jetzt mit den anderen auf dem Zimmer gut verstehst oder halt nicht, ne? Ja, also von daher. Was hast du da so gedacht und gefühlt in dieser ganzen Zeit? Also bist du da, konntest du da irgendwie maximal fokussiert bleiben oder ist man da schon aufgeregt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, du bist schon fokussiert. Ich glaube tatsächlich, die anderen haben sich dann noch mehr fokussiert drauf als ich. Ich glaube, die anderen sind so mit so einer All-In-Einstellung da reingegangen. So nach dem Motto alles oder nichts. Ich meine, sie waren jetzt 24. Es wird natürlich mit dem Alter auch immer schwieriger, Profi zu werden, aber ich habe mir halt gesagt, so ja, entweder du wirst jetzt halt Profi oder wenn es halt nicht funktioniert, ja, dann studierst du halt, ne? Also für mich, ich hatte da so einen Plan B, von daher habe ich mich da nicht verrückt gemacht und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich mich bei solchen Sachen verrückt mache, dann wird es auch nicht besser, sage ich mal so. Mhm. Es war ja auch ein weiterer Deutscher mit im Finale, Anton Schiffer, und ein Italiener, Mattia Gaffuri, die ja auch beide schon, ich glaube, Mattia Gaffuri hat mal den Maratona del Dolomiti gewonnen. Und Anton Schiffer ja auch bei der Tour of Antalya dieses Frühjahr, ich glaube, Siebter bei einer Bergankunft. Also auch zwei sehr leistungsstarke Sportler. Aber klar, wenn man sich in der Swift Academy bis ins Finale durchkämpft, dann muss man ja auch was können. Ja. Gerade fiel irgendwie das Wort Abfahrtstraining. Das klingt auf jeden Fall wild. Was war da los? Also im Prinzip, ja. Das war so aufgebaut, da kam so ein Motorradrennfahrer, glaube ich, war das einer, von den haben die Alpecin-Leute irgendwie angeheuert, dass er mit uns halt fahren soll. Und dann haben die da so eine Bergstraße quasi einmal abgesperrt und da sollten wir dann halt einmal runterfahren. Es war auch schön nass. Aber im Prinzip, es waren immer nur 1 Kilometer und es war dann auch immer dieselbe Strecke. Also du bist 1 Kilometer hochgefahren, bist 1 Kilometer runtergefahren und dann ist der nächste vorne gefahren und der Motorradfahrer halt immer hinter dem, den er halt gerade einmal so beobachtet hat. So. Um dann halt zu checken, welche Technik-Skills hat die Person oder kann die auch das Tempo mal stehen lassen oder so in die Richtung oder wie? Ja, so kann man sich das vorstellen. Also es wurde vorher gesagt, fahrt da nicht Vollgas runter. Das ist nicht das Ziel der Übung, sondern fahrt, sag ich mal, ein gutes Tempo und achtet mehr so auf, wie soll ich sagen, also fahrt da halt so runter, wie ihr normalerweise da auch runterfahren würdet. So. Also jetzt nicht im Rennen, aber ja.
Also es ging dann so ein bisschen um Linienwahl. Ja, genau, Linienwahl. Anbremspunkte, Körper, ja, Körpersprache genau, auf dem Rad. Mhm. Ja. Ist dir das, hast du Probleme mit Abfahrten vorher gehabt? Oder ich meine, du kommst aus Norddeutschland, du bist jetzt wahrscheinlich nicht so oft in den Bergen unterwegs. Oder bist du der totale Abfahrtskünstler und hast gedacht, ja, pf, easy, ich könnte euch allen wegfallen, wenn ich wollte? Also das habe ich mir nicht tatsächlich gedacht. Gut, wie gesagt, du sagst es schon, in Norddeutschland ist das alles ein bisschen schwieriger, eine Abfahrt zu finden, wo du runterballern kannst. Ja, ich bin da eigentlich, ich würde sagen, so wie die anderen auch runtergefahren. In der Doku war es dann so, Anton hat richtig sein Fett wegbekommen. Ich weiß auch nicht, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass seine Linienwahl schlecht war. Also ich möchte das nicht beurteilen, sage ich es mal so. Mhm. Aber ich hatte im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, in der Doku war das auch so ein bisschen überspitzt dargestellt, sowohl bei Anton als auch bei mir. Also bei Anton hieß es, seine Linienwahl wäre die schlechteste, die es so gibt auf der Welt. Mhm. Das würde ich nicht unterschreiben, definitiv nicht. Anton ist jetzt definitiv nicht der schlechteste Abfahrer, auf keinen Fall. Und bei mir wurde gesagt, so, Luis ist totally out of control. Also ich habe mich da mit meinen Freunden auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also es klang halt so, als wäre ich da wie so ein Irrer runtergeballert. Also ich würde sagen, ja gut, vielleicht habe ich ein bisschen mehr rollen lassen als die anderen. Das war mir in dem Moment aber gar nicht so bewusst. Ich habe halt einfach, ich wollte es halt hinter mich bringen. So einfach, dass nichts passiert, dass ich es abgehakt habe. Gut, vielleicht bin ich ein bisschen schneller als die anderen gerollt. Und ja, gefühlt wurde das dann so ein bisschen auch überspitzt dargestellt. Also ja, sowohl bei Anton als auch bei mir. Jetzt bin ich angespitzt und werde mir das auf jeden Fall mal angucken bei Gelegenheit. Ja, das ist sehr amüsant auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, klar, es braucht natürlich einen guten Spannungsbogen und die Leute auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Vor allem auf den Spoiler auf morgen. Ja. Du bist ja am letzten Tag, hast du ja gesagt, du musstet ja am Ende nochmal so einen All-Out-Test fahren und du bist bei der Trainingseinheit, ich glaube relativ zu Beginn, gestürzt in einer Abfahrt. Da hat es mich zerlegt. Was ist da passiert und hast du dir da doll wehgetan oder war es auch in der Doku schlimmer dargestellt, als es am Ende war? Ja, also es war im Prinzip, sind wir da hingefahren zu diesem Berg, sind die Intervalle gefahren, das waren glaube ich so 30 Sekunden und dann, also 30 Sekunden irgendwie IE, also irgendwie schon so relativ doll. Und dann nochmal EB-Intervalle, so 2 Minuten quasi danach noch und dann halt 2 Minuten locker und das Ganze irgendwie mehrmals und dann den Berg halt auch in mehreren Sets hoch und runter. Und wir waren dann, glaube ich, am Ende vom zweiten Intervall, vom zweiten Set von 3, sind wir da runtergefahren. Also wir sind die Abfahrt vorher schon mehrmals runtergefahren, sage ich mal so. Ja, und in der letzten Kurve, ich glaube, da war es am Tag vorher, wurde noch gesagt, passt auf die letzte Kurve auf. War ich dann in der letzten Kurve und Vorderrad, Hinterrad irgendwie, ich weiß es nicht. Ich bin genauso schnell runtergefahren wie die anderen Male auch. Ich bin ja auch hinter Axel oder Laurence, so ein Franzose, bin ich gefahren. Also im Prinzip genau wie die anderen Male auch. Und ja, ist halt weggefahren. Ich habe jetzt nicht gebremst oder irgendwas oder vielleicht minimal, aber ich habe nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas anderes gemacht hätte als sonst. Es ist mich zerlegt. Genau. Aber hast du ja anscheinend nichts Schlimmeres getan, was dich dann an dem Tag stark eingeschränkt hätte oder musstest du schon sehr auf die Zähne beißen? Es ist natürlich mental auch nicht so der Optimalzustand, ne? Also Bein und Hüfte haben schon wehgetan, wenn du da einmal richtig schön drauf klatscht, ne? Ich glaube, das Mentale war tatsächlich noch schlimmer, weil du dir natürlich denkst, so ja, prima, was für ein toller Geburtstag, ne? Morgens Intervalle fahren, dann legst du dich auf die Fresse, dann darfst du nochmal 3 Stunden fahren und dann irgendwie am Ende noch so ein All-Out-Intervall. Also besser geht's ja wohl gar nicht so, ne? Und dann hatte ich in der Mitte auch irgendwie das Gefühl, ja, so richtig schön sind die Beine nicht und alles. Ja, also die Stimmung war nicht so gut, sag ich mal so. Aber die wurde dann abends wahrscheinlich besser, als man dir ein Alpecin de König Trikot überreicht hat mit den Worten, hier, aber mach's bitte nicht kaputt, weil das musst du jetzt 12 Monate tragen. Ja, genau. Was hast du das in dem Moment schon gerafft, was dieser Satz bedeuten soll, dass du das jetzt eben gewonnen hast? Das vielleicht so völlig überraschend? Also das Lustige war tatsächlich, Christoph de Kegel, der sportliche, der
der Cheftrainer von Alpecin, sage ich mal so. Mhm. Der hat dann bei diesem einen Stopp da bei der Trainingsfahrt noch irgendwie Essen ausgeteilt und sowas. Und meine so, na, wie ist? Und dann meinte ich so, ja, ich bin ein bisschen deprimiert, dass ich das schöne Trikot kaputt gemacht habe, weil ich habe mir halt gedacht, ja, hängst du das dann halt als Erinnerung in dein Zimmer, ne? Mhm. Wenn schon, also ich habe halt wirklich gedacht, so, jetzt hat's mich zerlegt, jetzt war es das sowieso. Mhm. Aber jetzt hast du natürlich dein Erinnerungst-T-Shirt auch kaputt gemacht, ne? Habe ich zu ihm gesagt, ja, bin ein bisschen deprimiert, dass ich das schöne Ding kaputt gemacht habe. Und meinte, ja, ja, kein Problem, kriegst heute Abend ein neues. So, und dann hat er mir halt das neue abends gegeben und meinte so, ja, das halt jetzt 12 Monate fahren, habe ich mir schon gedacht, aha, cool. Weil eigentlich waren wir halt in der Erwartungshaltung, ja, jetzt ist wieder diese typische Interview-Session. Die haben uns ja ständig mit irgendwelchen Interviews da voll geballert. Jetzt ist halt wieder Interview-Session so und dann ist abends noch Swift-Rennen und dann habe ich mal halt gedacht, so, ja, prima, Interview. Und dann sagen die dir das halt ins Gesicht und haben mir gedacht, aha, gut, das ist jetzt neu für mich, ne? Ja, so war das. Was ich interessant fand, du hast dich ja letztlich durchgesetzt, obwohl du jetzt gar nicht die krassesten Wattwerte hattest. Also ich glaube, deine anderen beiden Mitstreiter haben ja teilweise imposantere Leistungswerte an den Tag gelegt. Trotzdem ist die Wahl auf dich gefallen. Kannst du dir erklären, warum und was deine Stärken waren, die das Team eben überzeugt haben, sich für dich zu entscheiden? Ja, schwierig. Ich habe es nicht entschieden, ne? Ich sag mal so, Matthias und meine Leistungswerte waren am Ende des Tages immer relativ identisch. Also wenn man es auf Watt pro Kilo berechnet, wir waren ja auch eigentlich, ja, Matthias war noch mal ein bisschen leichter als ich, aber Watt pro Kilo technisch waren wir im Prinzip bei allen Wettkämpfen, sagen wir, gleich stark. Mhm. Anton war Watt pro Kilo technisch ein bisschen besser. Ich glaube, am Ende des Tages war zum einen das Alter ein bisschen ausschlaggebend, aber ich glaube, was im Zweifel noch ein bisschen, sag ich mal, ausschlaggebender für die war, dass ich im Prinzip, wie soll ich sagen, einen ganz normalen Lebensstil, sag ich mal, davor gelebt habe. Also ich sag mal, die anderen beiden haben Sport studiert, haben sich natürlich entsprechend auch selber trainiert, gehe ich mal stark von aus. Mhm. Und wenn du natürlich einen gewissen Wissensstand hast, dann eigener Trainer zu sein, also mit dem Hintergrundwissen und das nicht irgendwie so selber so ein bisschen Pi mal Daumen machst, dann ist das, glaube ich, was anderes, sage ich mal so. Also ich hatte jetzt in meinem Leben erst eine Leistungsdiagnostik gemacht, wo die Leistungswerte auch gefühlt ein bisschen falsch kalkuliert wurden, hatte ich zumindest das Gefühl. Also arbeiten konnte ich damit nicht. Ein Trainingslager habe ich gemacht, während die anderen ja wahrscheinlich x Leistungsdiagnostiken, also von Anton weiß ich, dass er auch eine Spirometrie zu Hause, glaube ich, rumstehen hat. Mhm. Plus Trainingslager vor der Swift Academy auch noch. Während ich da im norddeutschen Schnee und Eisregen durch die Gegend gefahren bin, sage ich mal so, nach dem Training im Edeka rumgehampelt bin. Ich glaube, am Ende des Tages war es die Entscheidung Alter und die allgemeinen etwas unprofessionellen Lebensumstände. Also ich sag mal, Regeneration war in meinem Leben, ich habe immer sehr viel gearbeitet, sag ich mal, früher mit Schule. Mhm. Und jetzt natürlich mit Edeka, wo ich das nebenbei noch ein bisschen Geld verdient habe, plus im Winter, ist auch vor der Swift Academy, wir machen halt immer relativ viel Holz. Also mein Vater, ich und mein Bruder, wir heizen das Holz, das Haushalt mit Holz. Und so, wenn du dann halt nach dem Training oder vor dem Training mit der Kettensäge durch den Wald springst und da schön Bäume umlegst, das ist natürlich auch regenerativ betrachtet nicht unbedingt der Optimalzustand. Mhm. Und wenn du das halt eigentlich ständig machst, dann, sag mal, haben Sie wahrscheinlich gedacht, dass es eventuell noch ein gewisses Entwicklungspotenzial dazu gibt, ja. Ja, ja, wahrscheinlich die Potenzialanalyse hat es dann wahrscheinlich für dich entschieden. Hat es einen Moment gedauert, bis du das so richtig realisiert hast, was das jetzt eigentlich heißt? Und wie hat auch dein Umfeld reagiert? Also Familie, Freunde, auch Teamkameraden und Wegbegleiter im Radsport? Also ich würde sagen, ich habe es eigentlich schon relativ schnell realisiert, was das jetzt eigentlich heißt, dass ich halt jetzt in dem Team fahre. Also das hat jetzt keine 5 Monate gedauert, das zu verarbeiten oder so. Was ich tatsächlich immer als, ich sag mal, durch eine gewisse Medienpräsenz hast du natürlich dann auch, deine Freunde kriegen es mit. Und ich würde mal sagen, so meine Freunde oder mein näheres Umfeld haben das, was ich gemacht habe, vorher immer so ein bisschen als, nicht veralbert, aber ich sag mal, in meinem Freundesumkreis hieß es dann, glaube ich, gefühlt manchmal auch eher so, ja, Luis ist einfach nur verrückt.
dass der ständig Rad fährt und irgendwie sonst was macht. Andere Leute gehen nach der Schule irgendwie ins Kino oder machen sonst irgendwas und Luis fährt halt 200 Kilometer Rad. Also es wurde aber nicht unter diesem Leistungsaspekt gesehen, sondern einfach nur, der ist irgendwie bescheuert, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Und das war dann natürlich auch so eine gewisse Genugtuung gegenüber Leuten, die halt immer so ein bisschen das kleingeredet haben, dass ich halt gesagt habe, so, ja, jetzt bin ich halt Profi, ne? Das ist so ein, ja, Schlagargument, ein bisschen auch. Wie war das? Also du hast beim Edeka dann so als Aushilfskraft oder... Ja, genau. Wie muss man sich vorstellen, gearbeitet oder halbtags oder? Ja, das waren, also ich habe meistens die Abendschicht gehabt. Also das fing dann, meistens habe ich zwischen 12 Uhr fing es an und bis 20 Uhr teilweise. Also entweder du hattest die lange Schicht von 12 bis 19 Uhr oder von 16 bis 20 Uhr. Oder bis 20.30 Uhr die etwas kürzere Schicht, sodass ich morgens im Prinzip immer Fahrrad fahren konnte und dann halt danach immer mein Edeka stand. Und wir waren halt im Prinzip nicht die, also wir waren auch an der Kasse und so, aber wir waren halt mehr so die aus dem Warenhaus hinten, aus dem Lagerhaus, wo wir halt die LKWs kamen. Wir haben das halt einsortiert teilweise, haben das im Lager quasi die Lagerhaltung gemacht. Solche Sachen. Also körperliche genau. Arbeit auch einfach noch on top ja. zum Fahrrad. Das war nach dem Sport immer sehr schön. Wie war da die Reaktion, als du deinem Chef oder deiner Chefin dann irgendwann die Kündigung hingelegt hast und gesagt hast, so hier, ich bin jetzt Radprofi, arrivederci. Ja, also ich glaube, so vorher haben die das schon so ein bisschen mitbekommen, weil du halt, ja gut, ich bin halt mit diesen Eurosport-Leuten dann in den Supermarkt gekommen und habe das vorher dann natürlich auch angekündigt. Ja, ich bringe so ein paar Leute mit, die hier ein bisschen filmen wollen. Ah ja. Da haben man sich wahrscheinlich schon gedacht, aha, was soll das jetzt so? ja, und dann habe ich es halt irgendwann eingereicht. Ja, ich bin jetzt hier raus, sage ich mal so, weil ich einen anderen Job habe. Also die Person, der Marktleiter in dem Fall, der ist selber Sportler, also ist Fußballer, ich denke mal, der konnte das dann auch ganz gut nachvollziehen. Von daher war das. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wie muss man sich das vorstellen? Du bist 12 Monate lang jetzt vertraglich bei Alpecin untergekommen im Development-Team. Was hast du dir vorgenommen, was umfasst es? Wie viel trainierst du da alleine? Wie eng bist du ans Team angebunden? Wie werdet ihr trainiert? Welche Wettkämpfe fahrt ihr? Also das viele Fragen auf einmal, aber was kommt jetzt 2024 auf dich zu? Ja, also ich sag mal, trainingstechnisch ändert sich jetzt nicht wirklich viel. Ich habe vorher immer mit so 2-3 anderen Leuten immer mal wieder zu zweit meistens trainiert, weil es einfach die effizienteste Sache im Prinzip ist. Wenn du in der Gruppe fährst, ist das immer so ein bisschen meso-effizient. Gerade wenn du halt möglichst viel aus deiner Zeit dann auch rausholen willst am Ende des Tages. Von daher, Training ändert sich jetzt nicht so wirklich viel. Gut, ich werde trainiert, ne? Ich habe jetzt einen Trainer. Ich mache das nicht mehr selber. Das ändert sich auf jeden Fall. Trainingsvolumen ist auch nochmal größer geworden, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt natürlich auch nebenbei nicht mehr arbeiten muss. Und Wettkämpfe fahre ich jetzt in 2 Wochen, glaube ich, die Olympiastour in Niederlanden voraussichtlich. Und dann noch so Lüttich, Bastogne Lüttich, die U23-Version. Dann noch ja Giro Valdea Oster, Tour of Austria und Alpe d'Isère. Solche, also auch bergige Sachen tatsächlich dann am Ende des Tages. Ich wollte gerade sagen, das ist ja alles dann ja, bergig und bis hügelig bis bergig, kann man sagen. Ja. Hast du wohnst jetzt aber weiterhin zu Hause oder ziehst du jetzt auch nach Monaco, um bessere Trainingsbedingungen zu bekommen? Nee, das mache ich definitiv nicht. Also ich glaube, das weiß ich nicht. Ich fühle mich hier eigentlich ganz gut wohl. Ich habe hier eigentlich mal abgesehen vom Wetter und von den fehlenden Bergen ganz gute Trainingsbedingungen, denke ich mal. Ich meine, ich wohne hier in Toppenstedt in so einem Kaff. Also ich habe es auch nicht so weit bis in die Pampa, sage ich immer. 20 Minuten von hier, dann bin ich im Prinzip so weit von Autoverkehr raus, dass ich wirklich meine Ruhe habe. Gehe ich den Autofahrern nicht auf den Sack. Die gehen mir nicht auf den Sack. Und dann ist das eigentlich ganz schön. Aber bis in den Harz ist es noch ein bisschen zu weit für dich, ne? Ich trainiere meistens zwischen Hamburg und Hannover, also Nordheide, Südheide. Ist natürlich auch relativ viel Truppenübungsplatz, Sperrgebiet, aber da gibt es manchmal so Durchfahrtsstraßen.
die von wenigen Leuten benutzt werden. Heißt, zivilen Verkehr triffst du da sehr wenig bis gar nicht. Heißt, du hast eigentlich deine Ruhe, ab und zu siehst die Bundeswehr mal, dann kommen da mal so ein paar Panzerkolonnen angerollt. Aber ansonsten hast du deine Straße dann im Prinzip für dich allein und kannst da auch schön Intervalle trainieren, ohne dass du Angst hast, dass da gleich so ein Autofahrer rechts aus dem Dickicht kommt oder sowas. Und was soll quasi am Ende des Jahres auf der Habenseite stehen? Was sind deine Ambitionen? Also ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Ich weiß natürlich jetzt auch noch nicht, inwieweit ich im Prinzip als Leader irgendwie eingeteilt werde oder als Helfer, sage ich mal, bei Rennen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich meine, beim World Tour Team ist es ja so, dass sie wirklich relativ wenige Kletterer auch haben, sondern mehr so auf Klassik beziehungsweise zu Sprint ausgerichtet sind. Wie das im Development Team ist, weiß ich nicht. Also es kann auch gut sein, dass ich dann dafür irgendeinen anderen Kletterer fahre. Ich kenne die halt, wie gesagt, nicht. Heißt, ob ich da ein Leader bei einer Rundfahrt bin oder ein Helfer, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Und davon hängt dann natürlich am Ende des Tages auch dein Ergebnis so ein bisschen ab. Von daher lasse ich das einfach auf mich zukommen. Und das persönliche Ergebnis natürlich schon, aber es kann ja auch, also wenn man sich als Helfer jetzt empfiehlt, dann kann es ja genauso bedeuten, dass man über die 12 Monate hinaus auch eine Perspektive kriegt. Ja, natürlich. Also wenn du dich da ganz gut machst und dem Team irgendwie helfend beiseite stehst, sag ich mal, dann wäre das natürlich auch eine Perspektive, das zu reden. Ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, also mein Gedanke wäre jetzt, wenn dieser Vertrag, der ist jetzt auf 12 Monate befristet, es könnte ja auch, wir hoffen es nicht, aber es könnte ja auch sein, dass es danach nicht weitergeht mit Profi-Radsport. Du hast jetzt aber nicht vor, in diesen 12 Monaten parallel noch Ausbildung oder Studium zu schieben oder zu absolvieren, eben weil du es ja bisher den Nachteil hattest, immer nebenbei noch was anderes machen zu müssen. Du willst diese 12 Monate wirklich nutzen, um 100% auf den Radsport zu setzen? Ja, ich sag mal, das Problem am Ende des Tages ist immer, ich war schon immer so richtig Chemie fasziniert. Das fand ich eigentlich schon seit der 3. Klasse toll. So aus mal mit dem Kumpel immer zum Feuerzeug gesucht habe, rumgezündelt habe, da kann das schon so ein bisschen. Und von daher habe ich immer gesagt, ja, Chemie studieren ist so das Einzige, was du eigentlich willst. Mhm. Problem ist, bei Chemiestudium als Chemiker, du musst die Substanzen im Prinzip auch selber herstellen. So heißt, ein Fernstudium kommt leider nicht in Frage. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch direkt nach dem Abi dann schon mal damit angefangen. War nur leider nicht. Und aus dem Grund ist es natürlich jetzt auch schwer möglich, in den nächsten 12 Monaten, sagen wir mal, irgendwie zu studieren in der Form. Mhm. Ich mache es tatsächlich immer so nach dem Sport. Für mich ist das ein bisschen auch manchmal so eine Beschäftigungsmaßnahme. Also ich eigne mir im Prinzip Sachen aus dem Studium schon mal selber an. Weil wenn du im Prinzip, sag mal, wenn da seine Leidenschaft so nebenbei noch ist und dir das Spaß macht, sag ich mal, warum nicht, ne? Also ich meine, du sitzt regenerierend auf dem Sofa, aber du machst nebenbei was Sinnvolles, weil ich bin so ein Typ, ich mag Effizienz. Ich hasse das, nichts zu tun. Also ich kann leider einfach nichts tun. Es geht einfach nicht. Ich krieg dann so ein schlechtes Gewissen und wenn ich halt Instagram öffne und da mehr als 15 Minuten drauf bin, dann denke ich mir so, du hättest jetzt die letzten 15 Minuten auch irgendwie besser nutzen können. Und aus der Geschichte geht das dann im Prinzip hervor, dass ich halt, ich brauche immer so einen Plan B. So, also wie du sagst, ich habe 12 Monate Vertrag gewonnen und wenn ich raus bin, dann habe ich halt ein Problem, sage ich mal so. Also ich kann ja dann immer noch studieren, so ist es nicht, ne? Aber ich sag mal, wenn du quasi ein gewisses Vorwissen hast und nebenbei immer noch so ein Hobby hast, was du umsetzen kannst, wo du deine Zeit sinnvoll nutzen kannst und was dir auch im besten Fall natürlich auch Spaß macht, dann ist das aus meiner Sicht eigentlich ein Idealzustand, sage ich mal so. Hast du so im Radsport langfristige Ziele, die du mal erreichen möchtest? Also zum Beispiel mal bei der Tour de France teilnehmen oder mal, keine Ahnung, Straßenweltmeister werden, einen Klassiker gewinnen? Ja, also bei der Tour de France mitfahren, das wäre natürlich schon immer richtig. Das wäre schon so eine Traumvorstellung. Im besten Fall natürlich noch eine Etappe gewinnen. Aber wie gesagt, also ich lasse es auf mich zukommen. Ich weiß es nicht, in welche Richtung es am Ende des Tages geht, inwieweit das funktioniert. Radsport ist natürlich auch immer so eine Sportart, wo natürlich auch viel schief gehen kann. Habe ich letztes Jahr ja auch mitbekommen. Und ja, von daher mache ich mir da jetzt auch nicht allzu viel Druck und denke mir halt so, ja, ich genieße es so ein bisschen, ne? Genau. Hat es nach diesem
Gewinn der Academy und dann wurde der Vertrag unterzeichnet und so. Gab es da irgendwie so den einen Tag, wo dir dann quasi der Tag der Bescherung, wo dann das die Fahrräder hingestellt wurden und eine riesiger Koffer mit allen möglichen Trikots, Helm, Schuhe, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war tatsächlich so. Ich hatte dann Kontakt auch mit dem Team und es hieß dann, ja, komm mal irgendwie nach Belgien. Und dann habe ich immer gesagt, ja, diese Woche ist ein bisschen schlecht und nächste Woche ist auch irgendwas. Ich hatte dann halt immer noch, ich war in der Arbeit eingespannt, wegen Kündigungsfristen auch so. Mhm. Ne? Kannst du nicht mal eben sagen, ich komme jetzt mal nach Belgien. Dann war ich an der Arbeit raus und ich glaube, weiß nicht, ein paar Tage später hat dann Christoph Rothoff, der Chef von Alpecin, auch direkt angerufen. Ich war gerade so, gar nicht, wo ich war. Ich war, glaube ich, auch auf dem Rad. Mhm. Ja, komm mal her, am besten morgen. Und ich so, ja, na, von mir aus, ne? Ich meine, wenn der Chef anruft, kannst du ja schlecht was anderes sagen, ne? Mhm. Ja, also am nächsten Morgen dann noch schön trainiert und danach mit dem Auto nach Belgien gefahren. War auch sehr, sehr lange. Mhm. Gab noch eine schöne Vollsperrung. Haben später angekommen. Dann habe ich am nächsten Tag mein Rad bekommen und so ein bisschen Kleider anprobieren und sowas, genau. Und die bekomme ich jetzt auch noch zugeschickt. Also die sind noch nicht da, die Klamotten. Mhm. Und das Rad habe ich jetzt halt rumstehen, ne? Mhm. Genau. Was ich noch spannend finde, du hast ja gesagt, du hast dich davor selber trainiert und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich sehr stark mit einem Trainer zusammen, nehme ich mal an. Wie viel von deinem bisherigen Trainingswissen musst du über Bord werfen, weil es vollkommener Blödsinn war? Also weil du Sachen falsch gemacht hast? Oder wie viel hast du eigentlich schon richtig gemacht, als du noch gar nicht die professionelle Beratung hattest? Also ich sag mal, ich habe mein Training früher immer so ein bisschen bipolar aufgebaut, heißt relativ viel Grundlage und dann halt auch, wenn ich halt Intervalle trainiert habe, dann halt so richtig doll. Mhm. Ich glaube, so verkehrt war der Ansatz nicht, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht zur Swift Academy gekommen. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit bisher relativ viel Grundlagentraining aufgeschrieben bekommen, ein paar V2 Max-Intervalle auch, aber das hat sich schon geähnelt tatsächlich. Also gut, im Grundlagentraining, ich denke mal, das ist überall im Profisport so, dass das eingebaut wird und dass man darauf auch nicht verzichten kann. Mhm. Die Intervalle waren ein bisschen anders, aber ich glaube, das war jetzt bis jetzt auch so eine gewisse Vorbereitungsphase. Also ich habe dann ja einen Trainer bekommen, dann hieß es erstmal, ja, jetzt mach mal eine Pause nach der Swift Academy, damit du im Prinzip ein bisschen Niveau abbaust und danach wieder da drauf trainierst für die Saison. Mhm. Von daher waren jetzt die Einheiten auch noch nicht so mega spezifisch und auch noch nicht so, ich denke mal, noch nicht so zu 100% auf den maximalen Leistungsgewinn auch ausgelegt. Gab es schon mal den Fall, dass der Trainer dir eine Einheit geschrieben hat und du gesagt hast, da steht aber im Buch sowieso, dass das nicht gut ist und dass man es besser so machen soll? Also gab es da auch schon mal Diskussionen? Ja, einmal, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen verwundert, dann so K3-Training war für mich immer so, wird nicht, also auf jeden Fall unterschwellig gemacht und dann natürlich auch mit einer dicken Trittfrequenz und mit wenig Kohlenhydraten. Ich glaube, ich hatte auch wenig Kohlenhydrate, niedrige Trittfrequenz, aber ich sollte das an der Schwelle machen, wo ich mir gedacht habe, aha, das ist mir jetzt aber neu, weil ich habe mir dann halt irgendwie so gedacht, ja, an der Schwelle, wenn du halt wenig Kohlenhydrate zuführst und an der Schwelle keine Kohlenhydrate mehr oxidiert werden, wo soll denn dann die Energie, nee, warte, an der Schwelle keine Fette mehr oxidiert werden, wo soll dann im Prinzip denn die Energie herkommen? So, das habe ich mir dann gefragt, dass, gut, am Ende des Tages habe ich dann die Rückmeldung bekommen, ja gut, die K3-Intervalle sind natürlich auch nicht so lang, also ich glaube 3 Minuten oder so waren die dann am Ende des Tages, da war es glaube ich nicht ganz so schlimm. Mhm. Die werden dann wahrscheinlich, wenn sie länger werden, auch nochmal abgeändert. Das hat mich dann nur am Anfang ein bisschen verwirrt, sag ich mal so. Ja. Und V2-Max-Intervalle mit geringen Kohlenhydratmengen zugeführt, da hieß es dann, ja, die können, also es waren dann wirklich nur relativ kurze Intervalle. Da habe ich dann die Rückmeldung bekommen, gut, die werden aus den Speichern quasi abgedeckt, die Intervalle. Was ich halt nur so über die Jahre gelernt habe bei mir, dass ich habe das halt immer volle Kanne, wenn ich Intervalle trainiert habe, habe ich mir immer volle Kanne reingekippt. Wirklich auch 120 Gramm die Stunde oder so, weil ich das in der Juniorenzeit immer falsch gemacht habe, habe ich das dann danach umso besser versucht, besser zu machen. Ja, das war ein bisschen neu, aber ich denke mal, so bei Alpecin wird man schon wissen, wie man das so aufbaut.
Das denke ich mal schon. Ja, aber stelle ich mir auch für so einen Trainer interessant vor, wenn er da quasi einen Sportler bekommt, der, ich will jetzt nicht sagen, studierter Sportwissenschaftler ist, aber der halt schon auch irgendwo ein Wissen hat und sich belesen hat und auch Erfahrungen hat und dann da vielleicht auch kritisch hinterfragt, hey, warum machen wir denn das Training so und nicht anders? Ja. Ist sicherlich nicht die Norm, dass die Radprofis da so sich damit so extrem auseinandersetzen. Ja, ich denk schon. Also, dass man sich als normaler Radprofi wahrscheinlich eher so ein bisschen auf, ich hake das Training ab, weil das halt da steht. Mhm. Bei mir war es halt nur so, ja gut, wenn du dich selber trainierst und ab einem gewissen Level macht es dann natürlich Sinn, dich auch ein bisschen da einzulesen. Mhm. Weil du, wenn du das effizient machen willst, dann solltest du schon quasi auch mit Ernährung oder Training das dann auch so ein bisschen kombinieren, ne? Mhm. Luis, wir haben eine Rubrik bei uns, wenn wir einen Radsportler, Radprofi zu Gast haben, die nennt sich die wirklich wichtigen Fragen des Radsports. jetzt habe ich Angst. Das sind 10 Fragen, du brauchst keine Angst haben. Es sind 10 Entweder-Oder-Fragen, wo du dich für eine der beiden Optionen entscheiden darfst. Kannst auch gern begründen, warum, oder wenn es dann eine schöne Anekdote zu gibt, dann immer raushauen. Mhm. Die haben wir schon Tadej Pogacar gestellt, die haben wir Marcel Kittel gestellt, Ricarda Bauernfeind. Also wir würden sie dir auch gerne stellen. Ja, alles klar. Ich bin bereit. Sehr gut. Ich fange mal mit der ersten Frage an und die lautet: Disc oder Felgenbremse? Oh, ich finde Scheibenbremsen schon sehr gut, ja. Also bist du Felgenbremsen überhaupt noch gefahren, wenn du jetzt erst seit 2 Jahren Fahrrad bist? Ja. Mhm. Auf dem Zeitfahrrad schon. Aber auf dem Rennrad selber finde ich Scheibenbremsen schon das Nonplusultra, gerade in den Bergen. Mhm. Aero oder Leichtbau? Ich würde sagen Aerodynamik. Ja. Schlauch oder Tubeless? Bei mir war es immer Schlauch, weil ich keinen Bock auf die Tubeless-Sauerei hatte. Aber ich glaube, Tubeless ist besser, aber ich hatte in der Vergangenheit immer keinen Bock da drauf. Ja. Was fahrt ihr im Team? Fahrt ihr Tubeless, oder? Ja, es ist Tubeless, genau. Mhm. Und bist du auch jemand, der so selber überhaupt an seinen Rädern schraubt, oder hast du das immer machen lassen, wenn mal Kette, Bremsen, irgendwas erneuert werden musste? Nee, ich habe mir das alles selber angeeignet. Also wir hatten in der Schule damals so eine Mountainbike-AG. Immer so ein Lehrer, der uns das auch gezeigt hat. Früher habe ich natürlich auch viel kaputt repariert, aber ich glaube, das war noch Das haben wir alle. Am Anfang war das dann schon sehr deprimierend manchmal, aber mit der Erfahrung wird es dann auch besser und mit der Zeit würde ich sagen, dass ich die meisten Reparaturen auch selber machen kann, auch durch einen Freund, der mir das dann immer mal wieder zeigt, wie man das am Ende des Tages dann macht, wenn ich eine neue Frage habe oder ein neues Problem. Ja. Nächste Frage: Regen oder Rolle? Also Spaß machen tun beides, glaube ich, nicht. Ich glaube tatsächlich, also bei mir war es immer so, Intervalle habe ich auf der Rolle gemacht, weil man die da einfach am besten umsetzen konnte, aber Grundlage auf jeden Fall im Regen. Mhm. Weil also mehr als 2 Stunden Rolle, da denke ich mir immer so, ich würde das Rad mit der Rolle am liebsten durchs Fenster rauswerfen. Und ja, also das ist ganz schlimm. Auf der Speed Academy-Vorbereitung bin ich auch die Intervalle dann auf der Rolle gefahren und sonst eigentlich alles draußen. Egal wie schlimm das Wetter war, es hat gefühlt in Norddeutschland nur geregnet, gerade in Vorbereitung auf die Swift Academy, aber das ging dann halt nicht anders. Mhm. Ne? Also wenn du 2 Stunden Grundlage auf der Rolle reicht, dann halt als Vorbereitung wahrscheinlich auch eher nicht. Mhm. Die Socken über oder unter die Beinlinge? Also ich habe sie immer da drunter. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich so, wenn ich Beinlinge im Winter anhabe, ich ziehe mir keine speziellen Radsportsocken dazu an. Also ich nehme die ich gerade anhabe und dann halt die Beinlinge drüber. Ne? Okay. So. Also das könnte man natürlich sonst auch nicht nach außen zeigen. Es kommt wieder die Style-Polizei und meckert dich an. Also ich hab sie immer drunter. Okay. Kaffeestopp oder durchfahren? Oh, ich fahre immer durch. Bei mir auf dem Truppenübungsplatz gibt es eh keine Kaffeestopps. Also da kannst du lange warten, bis du einen Kaffee findest. Ja, guter Punkt. Trinkst du Kaffee oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Aber halt beim Radfahren eher selten. Mhm. Dann davor oder danach. Mhm. Gravel oder Cyclocross? Ja, ich muss sagen, Cyclocross habe ich noch nicht probiert. Also ich fahre gern Gravel. Mein Bruder hat auch ein Gravelbike, mit dem bin ich mal gefahren. Und halt auch so ein, ja, ich würde sagen Gravel. Ja,
Ich bin auch mal so ein Gravel-Rennen gefahren, das fand ich auch ganz lustig. Ich glaube, bei Cyclocross, ich mag das nicht, dass das immer so extrem im Dreck ist. Also Dreck ist ja eigentlich schon ganz nett dann auch beim Offroad-Fahren manchmal. Mhm. Aber so dieses Extreme, dass du wirklich dein ganzes Rad voller Modder hast, oh nee, das kann ich nicht ab. Da tät mir mein Rad auch zu doll leid. Ja. Swift-Weltmeister oder Straßenweltmeister? Na, no, auf jeden Fall Straßenweltmeister. Okay. Ja. Hm. Das ist klar. Bergauf oder bergab? Ich glaube bergauf, ja. Und die letzte Frage: Wout van Aert oder Mathieu van der Poel? Ja, gut, das ist jetzt natürlich eine Fangfrage. Ne? Du kannst ja also sagen, was war vor der Swift Academy und was ist jetzt? Also ich sag mal so, beim Cyclocross ist es auf jeden Fall Mathieu van der Poel. Mhm. Beim Cyclocross. Mhm. Aber ich finde es bei Wout van Aert so beeindruckend, dass er halt auch wirklich in den Bergen so wirklich extrem schnell dabei ist und auch bei den Zeitfahren. Das finde ich bei Wout van Aert schon extrem beeindruckend. Aber beim Cyclocross ist es, denke ich mal, auf jeden Fall Mathieu van der Poel. Eine sehr diplomatische Antwort. Gut ja, aus der Affäre gezogen. Aber ich finde Straßenweltmeister, das muss man auch dazu sagen. Stimmt, ja. Von daher, also ich finde, beide sind zwei extrem tolle Fahrer, denen man wirklich gut zuschauen kann. Und die aber ich glaube, du bist der Erste, mit dem ich rede, der, glaube ich, da so diese Unterscheidung nach Disziplin macht, ob er für den einen oder für den anderen ist. Ach so, ja. Ja, kann sein. Finde ich interessant. Also finde ich jetzt gar nicht schlimm, finde ich interessant. Ja, habe ich jetzt nicht so den einen Favoriten. Ich finde da. Wie ist das? Habt ihr, also bei dieser Swift Academy war er ja auch dabei, hatten wir ja gerade eben schon das Thema. Bist du ihm darüber hinaus, Mathieu van der Poel, jetzt nochmal begegnet in diesem Teamumfeld? Oder wie hat er auch auf dich gewirkt bei der Swift Academy? Also auf mich hat er schon sehr nett gewirkt. Also ich habe mich jetzt in der Gruppenausfahrt nicht mit ihm unterhalten, weil er einfach in einer anderen Position in der Gruppe war. Dann einmal dieses Interview, ich glaube, das wurde auch gezeigt bei der Swift Academy, weiß ich gar nicht genau, wir saßen auf so einem Sofa und halt ein bisschen rumgequatscht. Also das war eigentlich meine einzige Begegnung mit Mathieu van der Poel. Aber er wirkte auf mich jedenfalls ziemlich nett so. Ja, der hatte ja auch einen entspannten Winter, würde ich fast sagen. Ich glaube, damals, als die Swift Academy war, hat er, glaube ich, von 10 Crossrennen 10 gewonnen. Also da wäre ich auch super nett und zugänglich. Ja, aber dann wünschen wir dir auf jeden Fall, dass viele weitere Gelegenheiten dazukommen werden, Mathieu van der Poel besser kennenzulernen, auch über diese 12 Monate hinaus, die du jetzt dasselbe Trikot tragen darfst. Vielen Dank, Luis Kitzky, Gewinner der Swift Academy und für 12 Monate jetzt Profi im Development-Team von Alpecin. Alles Gute für diese Zeit auf jeden Fall von unserer Seite. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ja, auch von mir. Alles Gute für deine Zukunft und wir werden das verfolgen und vielleicht hören wir uns ja mal in 1-2 Jahren wieder und du bist dann vielleicht sogar schon in der World Tour angekommen. Würde uns freuen. Wir werden sehen, ja. Dankeschön. Alles Gute auf jeden Fall. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Luis natürlich weiter verfolgen wollt, dann tut das, indem ihr zum Beispiel auf Procycling Stats die Ergebnisse verfolgt oder euch ein Roadbike-Abo holt, denn sobald Luis da natürlich besondere Dinge vollbringen sollte, dann werden wir das dann natürlich darüber berichten. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Feedback, dann wie immer an podcast@roadbike.de. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen zur nächsten Folge wieder einschaltet. Macht's gut. Macht's gut, ciao. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.